Gladiators take the stage. Herzlich willkommen zu Dein Verein FC Flyer Alarm Admira. Die Südstädter sind derzeit definitiv nicht zu beneiden, schon gar nicht der Torhüter. Herzlich willkommen, Andreas Leitner. Hallo. Wie viele Menschen haben Sie schon getröstet seit vergangenen Samstag, seit dem 1:5 in Pasching? Ja, getröstet. Also es ist schon so, dass der eine oder andere schon sagt, dass, man halt, dass ich derzeit nicht zu beneiden bin. Aber ja, das ist im Fußballgeschäft und vor allem, was da heute mal so, dass es Phasen gibt, wo man einfach ja, ein bisschen der Täschig ist. Haben Sie sich selber schon erfangen von dem Ganzen? Ja, natürlich. Es hilft ja nichts, dass man da jetzt großartig Trübsal bläst. Und ja, wir müssen einfach nach vorne schauen und weiter hart arbeiten. Können Sie diesem Spiel irgendetwas Positives abgewinnen im Nachhinein gesehen? In dem Spiel ist schwierig für mich. Also, ich glaube, dass wir ab dem 1:0 bis zur Halbzeit eigentlich oder 10 Minuten nach der Halbzeit eigentlich ganz gut dagegen gehalten haben. Aber ja, dann ist natürlich mit Fortdauer des Spiels immer schwieriger geworden und dann haben wir uns leider im Ende hinaus etwas aufgegeben. Ein Treffer des LASK nach dem anderen ist da gefallen, vor allem in der zweiten Hälfte. Wir schauen aber zunächst natürlich auch auf dieses wunderschöne Tor von Dominik Frieser zum 1:0. Was aufgefallen ist, die Schüsse waren allesamt sehr präzise der Linzer Offensivkräfte an diesem Tag. Zum Beispiel auch dieser Wolleschuss von Maximilian Ullmann zum 2:0. Ist man da als Goalie einfach machtlos? Ja, ich glaube, ich habe das auch nach dem Spiel schon angesprochen, dass man halt jetzt da in der Phase sind, wo dann auch solche Schüsse reingehen. Und ja, das kommt uns leider nicht so gut. Aber ich glaube auch, dass die Phase auch wieder vorbeigehen wird und das wieder positiv in der Südstadt ausschauen wird. Haben Sie sich bei einigen Treffern oder bei irgendeinem Tor von den Vorderleuten im Stich gelassen gefühlt? Nein, das nicht. Also ich weiß, wir sind eine super Truppe und ich weiß auch, dass da jeder immer alles gibt. Und von dem her gibt es da meinerseits überhaupt keine Vorwürfe. Wir sind derzeit in einer schwierigen Phase, aber es hilft nichts, da müssen wir uns zusammen wieder rausretten. Hat die Umstellung auf die Dreierkette in der Defensive irgendetwas damit zu tun? Ja, das ist für mich jetzt hinten also ein bisschen schwieriger zu sagen. Aber ja, das ist die Vorgabe vom Trainer. Wir versuchen das bestmöglich zu umsetzen und ich bin überzeugt, dass das besser werden wird. Auch dem Kapitän der Mannschaft, der diesmal zunächst auf der Bank gesessen ist, haben vor allem Sie schon ein wenig leid getan dann nach dem Spiel. Ich glaube, der Andi weiß genau nach solchen Partien, wie man umgehen muss. Das tut mir natürlich leid, wenn er ja, jetzt in unserer Phase Woche für Woche da immer hinten reingreifen muss. Wird oft auch leider im Stich gelassen. Da müssen wir schauen, dass wir einfach kompakter werden, dass er halt auch wieder ruhigere Tage hat und dass wir die Null halten können. Das ist natürlich auch definitiv leichter gesagt als getan. Wie zieht man sich jetzt aus dieser Negativspirale so rasch wie möglich wieder raus? Ja, ist natürlich schwierig, das so rasch wie möglich zum Schaffen. Also es geht eigentlich nur, oder ich kann mir nur denken, dass es nur über harte Arbeit geht. Also geschenkt wird uns auf keinen Fall was. Und von dem her ja, werden wir einfach Tag für Tag noch enger zusammenrücken, wie wir es schon öfters gemacht haben in der Südstadt und uns da auch wieder zusammen aus dem Schlamm rausziehen. Rainer Geier hat also für viele überraschend früh schon vor allem das Defensivkonzept verändert und auf Dreierkette schon gegen Hartberg umgestellt. War es vielleicht ein bisschen mutig, was er da getan hat? Ja, mutig. Das ist im Trainer seine Vorstellung davon, wie er spielen will. Und es liegt daran, dass wir das Spiel uns selber an der Nase nehmen und das versuchen, bestmöglich zum Umsetzen. Und ja. Wie gesagt, das ist der Trainer seine Entscheidung. Wie kommen Sie mit ihm zurecht? Was ist er für ein Typ? Ja, ich glaube, also, dass er schon seine genaue Idee davon hat, wie er spielen möchte. Und ja, jetzt ist er gute zwei Wochen da und da ist jetzt ja, noch schwierig zu sagen, was er genau für ein Typ ist. Aber ich glaube, dass wir uns da noch alle gut und genau zurechtfinden werden. Und wie ich schon erwähnt habe, da wird es sicher wieder positiv ausschauen. Etwas überspitzt formuliert könnte man sagen, vom Wiener Schmähbruder jetzt plötzlich zu einem fränkischen Fußballlehrer. Ist das für die Spieler ein ziemliches Kontrastprogramm? Ja, natürlich weht jetzt wieder ein bisschen anderer Wind in der Südstadt. Aber ja, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Jeder Trainer hat seine Vor- und Nachteile. Und von dem her ist das ganz normal im Fußballgeschäft, dass da ein Trainer mal andere Vorstellungen von dem Ganzen hat.
Schmähbrüder sind definitiv sehr oft auch ihre beiden Kollegen Stefan Zwierschitz und Daniel Todt. Aber auch deren Laune, das hört man jetzt heraus, war schon besser. Jeder, der einen Leiter kennt, hat ihn gern. Also es gibt eigentlich niemanden, der ihn nicht mag. Es ist einfach ein sehr sympathischer Mensch, der immer für einen Spaß zum Haben ist und mit dem wir schon die eine oder andere lustige Geschichte erlebt haben. Und ich bin sehr froh, dass ich ihn kenne und als meinen Freund zählen darf. In jungen Jahren hat er sicher den einen oder anderen Blödsinn gemacht, hat sicher viel daraus gelernt, hat sich wirklich extrem stark weiterentwickelt. Und also das Entwicklungspotenzial geht immer weiter nach oben. Also der wird auch immer wieder reifer. Und dem traue ich noch einiges zu und das freut mich auf ihn. Mir ist zu Ohren gekommen, es wird auch immer wieder Darts gespielt in der Kabine. Wie hat er da Gefühl in den Händen wenigstens? Ja, wir sagen immer wieder zu ihm. Also er kann sich da auf jeden Fall ein zweites Standbein aufbauen, beziehungsweise dann nach der Karriere im Fußball, wenn er dann vielleicht einmal zu alt ist, könnte er daran denken, dass er vielleicht Dart-Profi wird. Da kann er spielen, bis er 60 ist, glaube ich. Ich würde mit ihm um keinen Cent spielen beim Dart. Also ich weiß nicht, da gibt es immer wieder Spieler, die ihn fordern. Es ist sportlich wertlos, weil er ist einfach zu stark und überragend auf der Dartscheibe. Spielt er da mit oder ohne Handschuh? Er spielt ohne Handschuh, aber es wäre, glaube ich, eine gute Idee, dass er mal gegen uns mit Handschuh spielt, dann hätten wir vielleicht auch mal eine Chance, dass wir gegen ihn gewinnen. Da schau her, Andreas Leitner offenbar auf den Spuren von Mensur Juljovic. Sensationell. Ist mit Handschuhen dann doch vielleicht zu schwierig? Ja, habe ich noch nicht probiert, aber ja, wie gesagt, das ist ein guter und netter Zeitvertreib vor dem Training. Und auch nach dem Training sitzen wir dann oft. Schaut gut aus. Ja. Ja, wie gesagt, macht Spaß in der Kabine zum Spielen, aber ab und zu fühle ich mich dann schon ein bisschen alleine, wenn ich nicht mehr mitspielen darf, aber ist schon gut so. Woher kommt die Treffsicherheit beim Daten? Keine Ahnung, weiß nicht. Also, vielleicht doch ein bisschen mehr Gefühl in die Hände wie andere, aber ja. Und die Stürmer sollten langsam wieder mehr Gefühl in den Beinen bekommen? Ja, das haben sie eh, aber ja, wie gesagt, also durch harte Arbeit werden wir in der Offensive wieder gefährlicher werden und mehr Tore machen. Und dadurch werden wir auch wieder zu mehr Punkten und mehr Siegen kommen. Martin Dedek ist seit geraumer Zeit Ihr Trainer, Ihr Tormann-Trainer. Wie arbeiten Sie mit ihm zusammen? Ja, super. Also ich kenne ihn. Ich und der Manuel Kutin kennen ihn schon aus der Austria-Akademie, wo wir schon unter ihm trainiert haben. Und von dem her war von Anfang an auch, was sehr wichtig ist, eine Vertrauensbasis da. Und ja, die Zusammenarbeit läuft bis jetzt wirklich hervorragend. Und genau das hat auch mein Kollege Christoph Jochum festgestellt bei einem Besuch in der Südstadt. Martin Dedek gibt hier die Richtung vor. Seit Juni 2018 ist er Tormann-Trainer bei der Admira und er hat sich schon eingelebt. Das Schönste für mich bei der Admira ist eigentlich, dass ich mich von Anfang an wieder sehr wohl gefühlt habe. Insofern wieder, weil er ja schon im BNZ-Bereich da war und einige Leute, die dem Trainingsgelände herumspazieren, die haben mich sofort wieder erkannt. Dedek, ein Mann mit Erfahrung. Er ist einst selbst Tormann in der Regionalliga, muss aber krankheitsbedingt schon mit 22 Jahren aufhören. Es war aber sofort klar. Dass ich dem Fußball erhalten bleibe, dass die Profession dann eben wirklich als Trainer wird, hat sich vielleicht schon ein bisschen abgezeichnet, weil ich wollte im normalen Leben Lehrer werden. Also das war das Ziel, was sich so herauskristallisiert hat. Und in dem Fall bin ich halt Fußball-Tormann-Trainer, Lehrer geworden. Seit 26 Jahren unterrichtet er nun schon Tormänner. In der Austria-Akademie lernte Andreas Leitner und Manuel Kutin kennen. Und diese wissen seine Arbeit zu schätzen. Wir haben eine super Stimmung im Training und wenn es einmal zu gut wird, dann war es auch einmal das Ganze schärfer anzugehen und da holt uns schon zurück am Boden wieder und ich glaube, dass das sehr gut passt. Dedek, eben ein Mann für jede Situation und mittlerweile auch ein wahrer Ruhepol. Ich denke, dass das meine Ruhe und meine Art, mit den Torhütern zu sprechen und auch Spiele dann zu analysieren, erst immer am nächsten Tag, nicht gleich nach dem Spiel, das ist tabu, dass ich einer da schon sehr viel Ruhe und Zuversicht mitgebe. Martin Dedek wird die Südstädter Tormänner auch weiterhin mit all seiner Routine unterstützen. Ja, damals war es noch der Vollbart, jetzt ist es das Movember-Bärtchen, das passt gut, oder? Ja, also ich glaube, der Vollbart passt mir dann schon noch etwas besser, aber ja, also den November
ziehe ich gern durch für den guten Zweck, also von dem her passt das auch. Woran wollen Sie am meisten arbeiten? Wo sehen Sie bei Ihnen selbst noch Potenzial? Beim Herausspielen sind Sie ja sehr sicher, da haben Sie nicht so viele Schwierigkeiten wie andere Goalies in der Liga, sage ich jetzt einmal. Die Reaktionsschnelligkeit auf der Linie ist wirklich toll bei Ihnen. Was soll noch besser werden? Die Strafraumbeherrschung? Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, glaube ich, woran ich arbeiten muss, weil ich ja bekanntlich und wie man sieht, nicht ganz der Hühner bin oder der Größte. Und von dem her, glaube ich, kann man da schon noch etwas daran arbeiten, dass ich auf die Flanken noch besser rauskomme und den Strafraum noch besser beherrsche. Aber natürlich gibt es in allen Belangen immer wieder Verbesserungspotenzial. Aber Sie gelten als einer der besten Goalies auch vom Talent her in der Liga. Stellen Sie sich selbst oder setzen Sie sich selbst einmal das Ziel, im Nationalteam zu sein? Natürlich ist es mein Ziel. Also es ist, glaube ich, von jedem Torhüter bzw. von jedem Spieler, ob es jetzt in der ersten oder in der zweiten Liga ist, natürlich jeder junge Spieler setzt das Ziel. Und ja, also wie gesagt, das ist natürlich ein großes Ziel, was ich immer vor Augen habe. Und das werde ich jetzt in einer schwierigen Phase auf keinen Fall aus den Augen verlieren. Im nächsten Spiel nach der Ligapause geht es zu Hause gegen Sachs und Ebner zum Beispiel, die ehemaligen Mannschaftskameraden, also gegen die Austria. Wie zuversichtlich sind Sie, dass der Turnaround geschafft wird? Ja, ich bin schon zuversichtlich, weil jetzt haben wir doch eine zusätzliche Woche in der Länderspielpause Zeit, dass wir uns noch besser auf das Vorgegebene vom Trainer einstellen, dass wir noch besser und härter an uns arbeiten und von dem her glaube ich, dass die Arbeit dann auch Früchte tragen wird und dass wir wieder anschreiben werden. Das heißt, es wird vor allem geschuftet an der Dreierkette, dass das besser funktioniert. Vermutlich, ja. Die Aussichten für das Spiel gegen die Austria sind aus Ihrer Sicht also gut, worauf jetzt ankommen? Es wird darauf ankommen, dass wir von Anfang an am Platz sind und das besser machen wie in den vorigen Spielen. Andreas Leitner, herzlichen Dank fürs Kommen ins Sky-Fußballstudio. Hat Spaß gemacht. Das war also der FC Flyer Alarm Admira. Die nächste Folge Dein Verein kommt dann in 2 Wochen. Bis bald, bis zum nächsten Mal.